So, da bist du. Ja, toll. Dann durch wir nichts. Au. Nix. Au. Dumm. Nichts gebracht, die Kugel. Hm, na, was soll's? Ah, er blinkt wieder. Was für eine Überraschung. Ist ja alles wirklich toll. Und du bist ein Wasserball. Und ich hau dich. Ich tu dir weh. Ich möchte dir weh tun, wirklich. Aber leider wirst du ständig zu einem scheiß Wasserball. In grün und lila. Grün und lila? Nein, grün und rosa. Bekannt. Gut, ja, wow, ich hüpfe jetzt wieder hoch. Und dann tue ich ihm wieder weh. Das ist wirklich eine spannende Sache. Also, dieser Boss ist nicht sehr innovativ. Wer auch immer dieser Dr. Fajan ist, er mag ein super böser Wissenschaftler sein, aber... Komm schon! Eine Raupe! Und die heißt Monster. Au! Au! Ich hab gesagt, du Monster! Macht das noch Sinn? Eigentlich nicht, oder? Ja, komm jetzt, was soll's. Egal, Push Start, weiter geht's. Und die Piranha ins Gesicht. Hui. Nehmt das mit? Ja, komm. Das bringt mir nichts, aber ich nehm's mit, weil ich's haben will. Das ist mein Sammeltrieb. Die Kugel, ich nehm sie mal mit aus Prinzip. Manchmal funktioniert sie, manchmal nicht. Die meiste Zeit eher nicht. Links war auch noch... Hier ist doch was, oder? Da ist doch normalerweise... Hallo. Ich weiß, da ist was. Mein Gott, was soll's. Weiter geht's. Rechts, da ist, glaube ich, eh nichts, oder? Anscheinend nicht. Und hier links müsste genau die Zeit drin sein. Diesmal nehme ich sie mit. Eigentlich ist ja ganz nützlich, der Boss dauert nämlich ewig. Naja, komm. Da ist auch noch Leben? Hä? Okay. Egal, weiter. So, nächste Runde. Neues Spiel, neues Glas. Wasserball. Neues Spiel, neuer Wasserball. Und weg hier. Oh, boah, was. Au! Ich wollte gerade sagen, boah, war das knapp. Aber nein, er hat mich angescampied. Was für ein Mordspaß. So, und wieder im alten Muster. Ja, gut, was kann ich über das Spiel noch ein bisschen sagen? Also, diese Stage hier war wirklich heftig einfach nur. Und dabei finde ich das Design ehrlich gesagt nicht so cool. Also, die anderen Stages haben mir mehr gefallen. Selbst diese Untergrundbasis vom Doktor da, das Levelfaktor mit den ganzen Lasern, die so nervig waren und etc. Hat mir alles insgesamt besser gefallen. Aber ich finde generell das Leveldesign in dem Spiel nicht seine größte Stärke. Die größte Stärke ist wahrscheinlich einfach, dass ein Werwolf ziemlich badass ist. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich habe das Spiel auch nur ausgewählt, weil der Titel so lächerlich geil klingt. Mal ernst, der heißt Werewolf, The Last Warrior. Das ist wie ein spielbares B-Movie. Es ist so schlecht, ich musste es einfach nehmen. Und während ich hier quatsche, mache ich einfach die ganze Zeit dasselbe, was ein bisschen das Problem ist. Und, du hast dich verwandelt. Hallo. Ach Gott, bist du widerlich. Du bist wie... Ach, du bist einfach widerlich. Okay, komm jetzt auf einen. Ja, so. Und... greif mich an. Komm schon. Ja, das Problem ist einfach, man muss richtig abpassen, wie lange man stehen bleiben kann, damit er auf einen runter zuschießt. Okay, aber er wird schneller, oder? Er wird definitiv schneller. Aber das macht nichts. Jetzt ist er wieder langsamer. Jetzt noch nicht. Komm schon runter. Komm mal runter, Alter. Au. Ja, so runterkommen muss jetzt auch nicht. Komm schon. Hol dir das Wölfchen. Hol dir das Wölfchen. Ich bin weich und weich und flauschig. Da wollte ich doch glatt die Wörter weich und flauschig schon kombinieren. Weich. Komm, das gibt's doch nicht. Muss ich hochkommen oder was? Nein, das ist zu gefährlich. Komm schon. Ich darf mich auch nicht mehr treffen, dann so bin ich ein Mensch. Wer will schon ein Mensch sein? Und dann, ja. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da. Entschuldigung, wenn ich zwischendurch immer mal wie so ruhiger bin, aber ich muss mich konzentrieren. Okay. Scheibenkleister. Habe ich noch eine Chance? Na, probieren wir es mal hiermit. No, da hatte ich gerade meine Antwort wahrscheinlich. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Die Reichweite ist doch zu gering vom Menschen, weil nur so kurze Stummelärmchen hat. Au. Ja gut, das macht eh keinen Sinn mehr. Guck mal, guckt euch das mal an, wo der mich getroffen hat. Das ist wieder ein super Beispiel für dieses schlechte Hit-Detection. Ja, continue. Fisch ins Gesicht. Zack, in hier rechts die Kugel. Warum habe ich die? Weil ich sie mag. Kugel, die Schusswaffenkugel. Ich sollte ihn vielleicht nicht bald gleich nennen. Komm, ich brauche mein W. Gib mir mein W.
Hallo, W? Hallo. Ah, da bist du ja. Ja, oh, scroll mit mir, mein kleines W. Scroll mit mir. Den restlichen Kram, der hier drin ist, brauche ich eh nicht. Außer vielleicht Zeit. Und, ne? So, wieder hoch. Und... Schon bin ich wieder Flauschball der Abenteuer. Abenteurer, nicht der Abenteuer. Meine Aussprache wird auch mal schlechter. Und nächste Runde. Komm her, du Wasserball. Oh. Gamepad nicht ducken. So. Ja, ja, genau. So, wieder hoch. Warum nicht? Deswegen immer Wasserball. Komm, das sieht genauso aus wie so ein billiger, aufblasbarer Wasserball. Seht euch doch mal an, wenn er in seiner Kugelform ist. Wer hat sich die Scheiße überhaupt ausgedacht? Das ist kein toller Bosskampf. Ganz im Ernst. Ja, ja, ja. Du au, hey, wie hast du mich jetzt getroffen? Aber es ist wirklich kein schwerer Boss an sich. Wirklich nicht. Jeder, der mal Mega Man gespielt hat oder so, denkt sich einfach nur, was soll denn der Scheiß? Warum fällt der da so? Weil der eigentlich total einfach ist. Der hat so ein simples Muster. Und das muss man einfach nur befolgen. Und es ist eben, es liegt an meiner spielerischen Doofheit, dass ich das manchmal nicht packe. Manchmal dann doch. Mal auf, mal ab. Aber ich hoffe mal, ich packe in dieser Runde. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Weh, du schwimmst mich wieder an. Nein, gut. Vielleicht verwandelt er sich auch jetzt diese Runde. Ne, dieser nächste. Ich denke, diese. Ja, jetzt. Und da bist du auch schon. Komm, komm zu mir. Schau mich an. Ah, au. Na! Ah. Zweimal. Zack, jetzt aber. So. Vielleicht kann ich hier immer so Seiten wechseln, wenn der runterkommt. Zack. Ja, jetzt nicht. Ich muss den, wenn möglich, in der Mitte erwischen. Okay, ah. So, nein, hier auch nicht. Wie gesagt, in der Mitte, da kann ich vielleicht immer so um den rumlaufen. Zack, ja. Ah, das läuft gut. Das läuft gut. So, jetzt links und... Na, doch nicht. Komm. Ah, Mist. Jetzt aber. Au, Mist. Zack. Und zack, genau so. Und na, Mist. Ich sollte nicht so oft Mist sagen. Vielleicht sage ich mal Dünger. Dünger. Komm schon. Geht's jetzt gar nicht mehr, oder was? Ich stehe hier, grau mich. Ich bin ein ganz liebes Viech. Jetzt machen wir mal einen Punkt, komm runter. Hallo. Zack, jetzt aber, genau. Und links und... rechts. Und wieder links. Ich könnte jetzt theoretisch schreien und das beenden. Aber da müsste ich so lange stillstehen. Bap. Wer weiß, was hier nach noch kommt. Ich hoffe mal nichts mehr. Zack. Ja. Ja. Ha, das war's. Hm. Wundergut. Alles hüpft. Die Wasserfälle im Hintergrund auch. Netter Jingle. Hey, du siehst überhaupt nicht so aus wie das Viech. Egal. Nächste Stage. Stage 5. Dr. Fireans. Polis. Festung. Nächstes Super Being Dr. Fire selbst. Du hast es vielleicht einen anderen vorbei geschafft, aber gegen mich bist du wertlos. First Player Push Start. Oh ja. Yeah.